Heute möchte ich einen anderen wichtigen Punkt aus dem Koran nehmen, den ich entdeckt habe. Und zwar, dass der Koran sehr viel von den Juden, von den Christen spricht. Al-Kitab, die Leute des Buches. Leider sagt der Koran nicht nur Gutes über sie. Sogar in acht verschiedenen Wörtern im arabischen werden die Christen und die Juden kritisiert. Zumindest ein Teil von ihnen. In der Sura al-Baqarah, also in der zweiten Sure, Vers 75, heißt es, Habt ihr Hoffnung, dass sie euch einmal treu werden, während eine Gruppe unter ihnen das Wort Allahs hörte und es verdrehte? Dieses Verdrehen wird sehr oft benutzt, um zu zeigen, ja, der Koran sagt, die Bibel wurde verdreht, die Bibel wurde verfälscht, harafa auf Arabisch, und beziehen diesen Text auf die Bibel. Niemand sagt, dass der Text verdreht worden ist, sondern die Kommentatoren sagen, die Interpretation der Bibel wurde verdreht. Auch hier heißt es, eine Gruppe unter ihnen, das heißt nur einige Christen oder Juden. Wenn sie den Text verändert hätten, gäbe es heute zwei Bibeln, zwei verschiedene, die echte und die unechte. Die Muslime wüssten das und wüsste, welche die richtige, welche die falsche ist. Dem ist aber nicht so. Es gibt heute nur eine Bibel, auch wenn es sicherlich verschiedene Abweichungen in den Übersetzungen gibt, aber nur in den Übersetzungen, nicht in dem Urtext. Jedenfalls bekommen die Christen hier und die Juden ein, eine, ein Tadel, ja, dass sie das Wort Gottes gehört haben und dann haben sie es verdreht. Die haben die Interpretation verdreht. Ein anderer Text sagt, in Kapitel 3, im Rahmen Vers 78, dass einige unter ihnen sagen, das steht in unserem Buch, aber das steht nicht in dem Buch. Das heißt, sie haben etwas hinzufügen wollen. Auch hier wiederum geht es um einige unter ihnen, sodass es nicht die Christenheit oder das Judentum im Allgemeinen ist, sondern nur eine Gruppe unter ihnen. Auch hier, wenn der Text verändert worden wäre, gäbe es heute zwei Bibeln, ist aber nicht so. Es gibt nur eine. Jedenfalls hören wir hier, wie Christen oder Juden die Interpretation der Bibel verfälscht haben oder verändert haben oder versucht haben, andere Bücher als Autoritätsquelle zu nehmen, als autoritative Offenbarung zu nehmen, zu sagen, der steht in der Bibel und der Koran sagt, nein, der steht nicht in dem Buch. Und ich meine, der Koran hat recht zu sagen, dass viele Christen nicht nach der Bibel leben. Und ich meine, das wissen wir ja. Die Bibel sagt, zum Beispiel, Alkohol ist Haram. Schweinefleisch essen ist Haram. Nur kleine Beispiele. Es gibt Christen, die kein Schweinefleisch essen. Ich gehöre dazu. Es gibt Christen, die keinen Alkohol trinken, die keine Glücksspiele spielen oder die die Unzucht meiden. Das sind Christen, die an der Bibel leben. Es gibt Christen, die wirklich das tun, was die Bibel sagt. Liebe deinen Nächsten, bete keine Bilder an und so weiter. Tatsächlich gibt es aber viele Christen, die nicht nach der Bibel leben. Vielleicht Namenschristen oder Leute, die die Bibel nicht kennen. Allerdings ist kein Grund, die Bibel wegzuschmeißen. Es gibt auch in Deutschland, um ein Bild zu benutzen, es gibt gute Seifen, aber es gibt auch schmutzige Menschen. Das liegt nicht an der Seife, das liegt daran, dass die Menschen die Seifen entweder nicht oder schlecht benutzen. Zur gleichen Zeit spricht der Koran über andere Christen. Christen, die nicht so sind wie die meisten vielleicht. Noch einmal, die Texte sprechen immer von einer Gruppe von Christen. Wo sind die anderen? Kapitel 5, das ist die Surah Al-Maida. Da lese ich in Vers 82: Du wirst sicher die besten Freunde der Gläubigen unter denen finden, die sagen, wahrlich, wir sind Christen. Nassara. Denn unter ihnen gibt es Priester und Mönche, die nicht hochmütig sind. Unter ihnen gibt es eine Gruppe und die sind anders. Die sagen, dass sie Christen sind und die sind die besten Freunde der Muslimen. Die sind die, die am nächsten sind zum Islam. Und ich denke, dass ihr euch vorstellen könnt, nach diesen Präsentationen, wenn es so viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem Koran und der Bibel, dass wir mal das Verhalten mancher Muslime, Sei es Terroristen oder Namensmuslimen. Erstmal ignorieren. Und genauso nicht über die Christen reden, die für, ich sag mal, die ganze Hollywood-Kultur verantwortlich sind. Oder Kreuzüge oder Rassismus oder sonst was. Sondern einfach mal die Muslime, die dann dem Koran leben wollen, mit den Christen, die mit der Bibel leben. Und danach leben. Da sind wir gute Freunde. Denn wir sind sehr nah einander. Im Kapitel 3 in der Suche Al Imram, Vers 113 114 heißt es: Sie sind nicht alle gleich, denn unter den Leuten des Buchs gibt es eine rechtschaffene Gemeinde, die in den nächtlichen Stunden die göttlichen Verse mit großer Ehrfurcht zitiert. Sie glaubt an Allah an den jüngsten Tag, befiehlt das Gute und tut gute Werke. Nicht alle Christen sind gleich. Wenn du ein Moslem bist, der vielleicht vom Christentum enttäuscht bist, der schlechte Vorbilder gesehen hat unter Christen oder unter Menschen, die sich Christen nannten oder in einem christlichen Land leben. Du sollst wissen, der Koran sagt, sie sind nicht alle gleich, denn unter ihnen gibt es eine rechtschaffene Gemeinde. Wie erkennt man sie? Indem sie zunächst einmal Ehrfurcht vor der Bibel, Ehrfurcht vor Gott hat. Zweitens, sie glaubt wirklich. Drittens, sie glaubt an die Endzeit, Al-Akhira. Sie glaubt an den jüngsten Tag. Sie glaubt, dass Jesus bald wiederkommt. Und sie befiehlt das Gute und tut gute Werke. Das sind Menschen, die wirklich versuchen, nach der Bibel zu leben. Noch zwei Texte. Den einen haben wir schon mal zitiert, den finde ich so interessant: Al-Ankabut, das ist die, das Kapitel 29. Suche Al-Ankabut, Vers 46. Unterhalt euch euch nur auf die freundlichste Art und Weise mit den Leuten des Buches, mit Ausnahme deren, die Kafara, das heißt die den Text, zudecken. Also noch einmal, nicht alle Christen decken den Text zu mit Tradition, mit eigener Interpretation, sondern einige nehmen den Text, wie er ist. Und ein Moslem hat das Gebot, sich auf die freundlichste Art und Weise mit solchen Christen zu unterhalten. Und er soll sagen: Wir glauben an das, was Allah zu uns und zu euch die Bibel herabgesandt hat. Unser Gott und euer Gott ist eins, und ihm sind wir Muslimuna ergeben. Wir sind zusammen Muslim. Und jetzt geht der Text weiter, denn unter den Leuten des Buches gibt es welche, die wirklich glauben. Und das ist meine Einladung an dich, an euch, dass ihr einfach nach den wahren Christen suchen, nach den Christen, die wirklich nach der Bibel leben. Wie macht man das? Ganz einfach. Ich werde euch auf keinen Fall irgendeine Kirche oder eine Religionsgemeinschaft empfehlen. Das mache ich nicht. Sondern ich bitte euch, nehmt ein Blatt Papier. Nehmt das Blatt schräg und schreibt oben alle Kirchen, die ihr finden könnt. Und dann macht ihr für jede Kirche eine Spalte. Und dann lest ihr die Bibel, besorgt euch vielleicht zum Beginn das Neue Testament, das ist etwas einfacher als Beispiel, das Matthäusevangelium. Und alles, was Jesus sagt oder getan hat, schreibt ihr auf diesem Blatt Papier von oben nach unten. Und immer wenn eine Kirche das tut, was Jesus gesagt oder getan hat, dann macht ihr so einen Haken. Und dann zum Schluss. Sucht euch die Kirche aus, die alles tut, was Jesus getan und gesagt hat. Das ist ganz einfach. Der Koran sagt, führ uns auf den richtigen Weg, den Weg derer, die unter der Gnade Gottes stehen. Wer sind diese Menschen? Viele sagen, das sind die Muslime. Falsch. Im Koran in der Suche 19, Mariam. Im Vers 58 steht, dass die, die unter der Gunst Gottes sind, eine Linie bilden von Adam über Noah und Jakob. Und das sind die, die wirklich Gott treu geblieben sind. Über Jakob, das sind keine Muslime. Umgekehrt, nicht unter denen, die unter dem Zorn Gottes stehen. Die, die abgedriftet sind. Die, die nicht mehr so leben wie sie leben sollten. Und da sagt der Koran, die Bibel wird euch führen, die Bibel wird euch zeigen, wo der richtige Weg ist. Und deswegen, und das ist mein letzter Text, heißt es in der Suche Junus, Kapitel 10, Vers 24, und wenn du Zweifel hast, wenn du unsicher bist über das, was wir dir offenbart haben, was sollst du tun? Liebe Muslimen, lieber Muslime, lieber Moslem, was sollst du tun, wenn du Zweifel hast? Der Koran sagt nicht, geh zum Hodja, zum Himam, liest dir Hadith, liest die Mufassirun, also die Theologen, sondern frage die, die das Buch, die Bibel vor dir, das heißt vor dir vorlesen oder vor dir, also davor, gelesen haben. Wenn du Fragen hast, frage die Christen, die die Bibel kennen. Sei nicht von denen, welche die Zeichen Allahs als Lügen bezeichnen. Die Zeichen Allahs soll man nicht als Lügen bezeichnen. Die Bibel soll man nicht als Lügen bezeichnen, denn wenn du Fragen hast, musst du die fragen, die die Bibel kennen. Und bitte sag mir nicht, als bezieht sich nur auf die Zeit Mohammed. Du hast mich für den Koran begeistert und jetzt sagst du, nee, das war nur für damals, das gilt für heute nicht. Uh -uh, das glaube ich nicht. Wenn Allah etwas sagt, denn es ist für heute genauso wie für damals. Und ich bin begeistert vom Koran, weil der Koran sagt, suche die wahren Christen, sie wollen deine Freunde sein, lerne von ihnen. Und so möchte ich mich auch vorstellen. Wenn du fragst, wer ich bin, möchte ich dir meine Visitenkarte zeigen. Erstens, ich bin Christ, das heißt, ich befolge Jesus als den Messias. Zweitens, ich glaube nur an einen gott drittens ich glaube dass jesus bald wiederkommt viertens ich esse kein schweinefleisch ich meine alkohol ich meine immoralität und glücksspiele und zuletzt ich möchte der beste freund der muslime sein